Willkommen zurück zu The Evil Within, Leute. Wir sind wieder da. Und ich habe keine Ahnung, ob ich eigentlich nochmal in den Raum muss, weil ich da jetzt irgendwie nicht weitergekommen bin. Das hat mich irgendwie gewundert. Deswegen gehe ich jetzt mal nach oben, weil ich habe mal tatsächlich in die Lösung geguckt, so ein bisschen, weil ich einiges jetzt nicht gefunden hatte, wie zum Beispiel die eine Statue. Das heißt, ich glaube, ich habe irgendwas noch nicht ausprobiert. Und ich glaube, hier war ich noch nicht. Unteres Safe-Zahlenrad. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 9. Okay. Warte mal. Die sieht aus wie die eine, die uns immer verfolgt. Und das sieht aus wie so eine Riesenstatue. Mach sie kaputt. Ich will die Statue. Was? 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 Und man sollte irgendwo nach oben gucken und eine Statue sehen und... Ich bin total in Panik hier. Das ist wieder das Bild und das ist wieder die Tussi und da, das ist auch wieder so eine Statue und wenn der jetzt kommt, ne, dann bin ich hier sowas von gefangen. Oh, shit, ey. Was soll ich denn sonst machen, außer das hier kaputt hauen? Aber ich habe auch immer Angst, dass ich damit Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Okay, also mal angenommen, sie wurde getötet und, oh, da ist natürlich noch G, das sollten wir mitnehmen. Mal angenommen, sie wurde getötet und deswegen schleicht sie hier wie so ein verrückter Geist durch die Gegend und jagt uns, also die Ring-Tussi meine ich jetzt, und glupscht auf ein blaues Zahnrad. Ich bin immer noch bei den Tipps versuchen, weil ich keine Ahnung habe. Ich check's nicht. Jetzt habe ich das blöde Zahnrad und kann das da bei dem Safe einsetzen oder was kann ich damit machen? Wo ist jetzt hier oben eine Stadt? Da ist sie. Tatsächlich. Okay, ich hab sie. Da ist der Schlüssel. Okay, damit habe ich ja wohl alle. Schnell weg. Ich bin lieber mit Rubik hier beim Treppengeländer, wo ich fröhlich durch die Gegend laufen kann. Wo setze ich das Ding denn jetzt ein? Freunde. Da, wo dieser komische Tresor-Safe-Scheiß ist? Oder wo? Oh Mann, ey. Ich will nicht. Ich habe keine Ahnung. Uns fehlt auf jeden Fall das dritte ekelhafte Gehirn. Ah. Viel ist da oben ja jetzt nicht passiert. Und das kann ich auch wieder nachholen. Ich traue mich jetzt einfach mal. Und laufe da jetzt wieder schnell hin. In der Hoffnung irgendwie... Hier war das dumme Klavier, ne? Hier ging es gar nicht weiter. Hier ist voll die Sackgasse, oder? Nur eine blöde Flasche. Wer braucht die? Kannst du da noch was kaputt machen? Kannst du hier noch was machen? Hier ist auch wieder dieses komische Bild. Hier ist das Ding. Kann ich... Ah, das wollte ich tun. Okay. Schön, jetzt kann ich hier ein Safe benutzen und habe keine Ahnung gerade, wie die Nummer ist. Krieg ich noch mal einen Hinweis? Weil ich weiß es gerade einfach nicht mehr. Wo ich einen Hinweis hätte lesen müssen. Es war mit dem oben und unten dieses komische Rätselblödsinns-Dings. Warte mal, ich... Kann ich das irgendwo nachlesen? Archiv. Ausschnitt. Nein, 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 nein. Das ist das alles nicht. Das sind diese persönlichen Geschichten. Wir wollen aber... Wollen wir diese Notizen eigentlich haben? Ich bin zu tief reingegangen. Notiz aus Heißrum, Kanalisation... Kartenfragmente, Archive, blablabla. Okay, das sind die vermissten Leute. Okay, das ist auch alles ekelhaft, aber nicht das, was wir wollen. Wir haben auch eine Kettensäge und Josephs Brille und allerhand anderes Gedöns. Aber ich glaube, das hier brauchen wir. Friedhof, Katakomben, Höhle. Ist das jetzt ganz unten? Ist das zwei Welten, getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter, sie verlachen. Sie verlachen die Tragödie und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Das ist doch bestimmt ein Hinweis darauf, auf, ob man, ne, ihr wisst schon. Darüber gesichtslose Beobachter, aber es hat ja überhaupt nichts mit Zahlen zu tun. Haben wir irgendwas noch mit Zahlen gefunden?
Ich kann mich nicht dran erinnern, oder doch? War da irgendwas mit Zahn? Weil das macht ja auch irgendwie so gar nicht... Ja, weiß nicht. Zwei Welten getrennt durch einen Security-Abbruch. Also klar kann ich das jetzt alles so interpretieren und sagen, zwei Welten sind jetzt halt die zwei verschiedenen Knöpfe. Darüber gesichtslose Beobachter, sie verlachen die Tragödie und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Alles verlieren könnte ja null sein oder so. Darüber gesichtslose Beobachter. Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Wie kriege ich das jetzt raus? Hier würde ich dann 0 nehmen. Vielleicht 2 mal 0? Das ist aber anscheinend schon mal nicht richtig. Ich gehe mal alles durch und lasse unten mal 0. Nö, das nicht so. Nee, das scheint nicht richtig zu sein. Müssen wir ein bisschen raten? Oder irgendwo wird sicherlich ein Tipp sein. Ich bin nur zu blöd. Ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Wenn ich jetzt weggehe, kommt er bestimmt. Und ich weiß nicht, wie ich dann hinlaufen soll. Deswegen rate ich lieber. Weil ich Angst habe, mich zu bewegen. Muss doch irgendeinen Tipp geben. Verdammt. Ich finde ihn nicht. Hier irgendwas mit einer Zahl. Ach, guck mal, da ist das Bild von oben. Die Guillotine und die haben dabei zugeguckt, wie sie. Sie ist die Mutter und hat vielleicht irgendjemand umgebracht oder jemand anderes hat die umgebracht. Ich weiß es auch nicht. Na. Das sind die Tagebücher, die werden uns ja nicht helfen. Wie denn? Endlich habe ich einen Weg gefunden, in einer neuen Welt. Habe ich das Gefühl, dass ich könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Bla, 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 bla. Ich habe sie wieder gesehen am Ende des Flusses. Ihr langes schwarzes Haar, schön wie immer glänzend im Mondschein, die Augen wie dunkle Teilchen in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid wie ein blutroter Sonnenuntergang, wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Also, Laura heißt ja die gute Rizzering-Frau. Um die geht's hier. Und der Ruvik hat sie vielleicht irgendwie, weiß nicht, geliebt oder so. Notiz aus dem Musikzimmer im Anwesen. Und das ist ja hier aus dem Musikzimmer. Deswegen muss das doch damit irgendwie zusammenhängen. Das gibt's doch nicht. Ich versuche jetzt mal, ach, ich mache mal kurz einen Cut und versuche es mal irgendwie zu verstehen. Zwei Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtslose Beobachter. Gesichtslose Beobachter, was soll denn das, wo soll man denn da die Zahl wissen? Sie verlachen die Tragödie. Wie verlacht man was, eine Zahl, welche Zahl hat Fettlernje? Und unten hilflose Opfer. Hilflos, die alles verlieren. Also würde ich ja null sagen, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal kurz einen Cut. Bis gleich. Da bin ich wieder und habe mich mal schlau gemacht. Und es ist so, dass man, ja, ich weiß die Zahl halt jetzt direkt. Man kann es erkennen. Ich gehe nochmal hier rein ins Archiv und ich glaube schon, dass man das anhand dessen tatsächlich lesen kann. Allerdings nicht die Zahl direkt, sondern es geht wirklich um... Es geht eher um einen Hinweis. Zwei Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund, darüber gesichtslose Beobachter, also sie verlachen die Tragödie. Also da geht es um das Gemälde und da bin ich ja gar nicht drauf gekommen, obwohl ich das jetzt schon mehrere Male mir angeguckt hatte. Es geht um dieses Bild, was sich ja irgendwie immer wiederholt, von der Laura, die da irgendwie getötet wurde und diesen gesichtslosen Betrachtern eben, die da drüber stehen und irgendwie gar nichts machen und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Und dann... Anhand des Bildes kann man das wohl zählen. Und oben stehen halt 11 dieser Kapuzentypen und unten sind halt 2 Opfer. Und daraus erkennt man dann wohl die Zahl. Und das versuchen wir jetzt mal. Wir haben hier die 11. Und jetzt mache ich hier eine 2. Wow. Oh, ew. Oh. Oh, oh, oh. Ich habe ein bisschen Schiss. Ist das ekelhaft. Ist das... Und da ist das nächste Gehirn. Wir haben es quasi fast geschafft. Und diesmal weiß ich auch, worauf ich zu achten habe.
In so einem komischen Bibliotheksbücherraum einfach mal so einen Kopf irgendwie bearbeiten. Lecker. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4, Stimulation des zingulären Cortex, Zentrum der Hoffnung. Okay, wir sollen also die Hoffnung finden. Da ist sie. Hope. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Ja, dann beenden wir doch einfach mal seine ekelhaften Spielchen. Bin ich richtig, bin ich hier zu weit unten? Oder geht das noch? Es ist eigentlich relativ sogar weit oben. Ich glaube, wir sind sogar irgendwo da müssen wir eigentlich hin. Ich versuch's einfach mal. Hier oben. Nein, das war nicht richtig. Doch, das war richtig. Oh, das war richtig. Okay. Toll, Kontrollpunkt. Wir haben es geschafft. Also quasi fast. Aber ich wette, da kommt noch was jetzt auf uns zu wieder. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Okay. Wieder etwas mehr erfahren. Aber wo hängt das alles zusammen? Okay, Leute, ganz ruhig. Fackel sie an. Und den auch, bitte. Sehr schön. Munition gespart. Krieg ich Glipper? Für Klopsi hier? Nein. Schnell raus mit dir. Wir müssen raus. Wurde aber auch Zeit. Puh! Sie ist offen. Ich gehe aber vorher speichern. Glipper haben wir nicht viel gefunden, aber die Melodie. Man kapiert es jetzt so langsam. Die Melodie ist irgendwie zusammenhängt mit, dass der Patient das auch, 1200, können wir da was machen? Dass der das da gespielt hat und daher hören wir das immer. Aber wo ist da der Zusammenhang zwischen unserem Sebastian? Also, ist er vielleicht der Patient und erinnert sich nur nicht oder so? Vielleicht wurde mit ihm, wie gesagt, auch was gemacht. Das denke ich mir halt oft. Weil das alles hier so surreal ist. Und ja. Okay. Ist egal, dass jetzt nicht viel hier war. Achso, wir haben aber noch einen Schlüssel gefunden. Den können wir noch verbrezeln. Bevor ich es vergesse. Oh Mann, ey. Ich gehe mal hier nach außen. Ich mach mal ein Türchen. Das Türchen da oben? Das Türchen da oben will ich. Ganz oben. Und was ist wieder drinne? Glipper! Und zwar nicht wenig. Ich meine, es hat ja auch was Gutes, ne? Ich beschwere mich immer irgendwie, weil ich auch gerne mal Munition kriegen wollen würde. Aber eigentlich ist es ja gut, dass wir uns verbessern können. Das heißt aber für uns, dass wir schon wieder auf den Stuhl dürfen. Doof.
Bin ich hier gerade erst drauf gewesen. Und ich verwechsel doch immer den Raum, echt. Haben Sie etwas vergessen? Ja, ich wollte noch mal auf den Stuhl, meine Liebe. Gerade eben hatten wir nicht genug Glibber, jetzt schon. Dann lohnt sich das Speichern wenigstens. Und er wieder mit seinen... Echt, diese Maschine, ne? Das ist ja auch sowas von bescheuert komisch, echt. So, Pistole will ich eigentlich nicht. Bleib mal bei der Schrotflinte. Wir könnten die Feuerrate oder den... Nee, kritisch können wir gar nicht. Magazinkapazität könnten wir noch erhöhen. Ich mach mal den Schadensmultiplikator. Jo. Da bleiben noch 200, aber... Da wumms die Schrotflinte wenigstens mal ein bisschen mehr. Das ist doch gut. Ich mag die Schrotflinte. Die hat irgendwie, darauf kann man sich immer gut verlassen, finde ich. Während man bei diesem ganzen Bolzengedöns immer ein bisschen mehr taktischer überlegen muss. Und wenn man einfach keine Zeit dafür hat, weil die da halt wie jetzt so aus irgendeiner Tür rausstürmen, dann, ja, läuft das nicht so gut. Wir haben gespeichert. Viel kann jetzt nicht mehr passieren. Also, selbst wenn was passiert, dann ist das halt nicht so schlimm, wenn wir sterben. Weil dann können wir das einfach nochmal machen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Statuen eingesammelt, die man einsammeln konnte. Dank eurer Hilfe habe ich das geschafft. Von Cry und Maitre. Und ist hier eine Tür? Was? Guckt er denn hin? Hä? Was war das denn jetzt? Steckte er jetzt gerade irgendwie fest oder wieso konnte ich mich nicht bewegen? Also ich glaube, hier ist nichts. Ich laufe mal. Oh, das sieht aber so nach einem Lauf-schnell-weg-Gang aus. Und das verändert sich hier so komisch. Oh, oder da ist Rubik. Da ist Rubik. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Wovor hast du Angst, mein Kleiner? Abziehen. Rubik. Wer ist das? Was passiert hier? Ja, freu dich ein Keks, echt. Oh. So eine komische Schockbolzen noch. Können wir das hier kaputt hauen? Ja, können wir tatsächlich. Mach dir alles kaputt, Junge. Deine kranken Scheiß-Spielchen hier, die du machst. Was macht der hier? Und was ist das für komisches Blut? Und was passiert hier? Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Kontrollpunkt. Okay. Da weist uns das Mädel gleich den Pfad auch noch. Er verschwindet wieder. So, irgendwie hat er sich so ein bisschen gegen seinen Mentor da gestellt, ne? Oder so. Was passiert hier zur Hölle? Das verheißt nichts Gutes, glaube ich. Okay. Wir hauen einfach mal ab. Kannst du abhauen? Du kannst abhauen. Ist was? Oh mein Gott. Was? Okay, ich darf mich jetzt hier durchschlängeln. Aber irgendwie kommt das immer näher, ne?
Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Es kommt immer weiter runter. Lauf. Was? Zur Hölle! Oh mein Gott! Was? Oh, das sieht mega krass geil aus, aber es ist auch echt verdammt gruselig und komisch und... Und da zerfällt die Puppe auch schon. Was passiert hier echt? Und da kommt das blutige, komische Wesen. Lauf, 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 lauf. Okay. Ja, toll. Lauf. Ja, toll. Und jetzt? Dasselbe mache ich mit dir. Dasselbe machst du mit uns? Wieso? Was denn? Mach, mach, mach. Ach so. Ach, scheiße. Nein. Nein. Du hast uns das angetan? Ich hab dir gar nichts angetan. Ich hab dir nichts angetan. Okay, ich kann das Schloss zersprengen und hab's zu spät erkannt. Das sollte auch mit einer Pistole gehen. So, dann lauf. Mach, 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 mach. Heb das noch auf. Ey. Danke. Toll. Oh, willst du mich? Lauf. Und jetzt? Oh. Lauf! Nein! Willst du mich verarschen? Ich bin doch gelaufen. Ich konnte mich doch gar nicht bewegen. Und in dem Moment, wo ich mich bewegen konnte, bin ich losgelaufen. Dann hatte er mich schon. Richtig fies. Und wieso kann ich eigentlich die Schlösser nie mit meiner Pistole zerschießen? Das check ich auch nicht. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Okay, geht. Okay. Hallo? Nein, ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Lauf. Lauf, 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 lauf. Du hast uns das angetan. Oh. Oh Gott. Die Schrotflintenmoni war mir in dem Moment jetzt auch einfach mal egal. Du hast uns das angetan. Er dreht ja richtig durch. Was ist los mit ihm? Und wieso sind wir schon wieder hier? Das ist alles so... Krankenkartenfragment. Okay, danke fürs Kartenfragment. Und da ist noch ein bisschen Glibber. Oh Gott. Oh Gott. Ein Minütchen Ruhe gerade. Nicht, dass meine Hände gerade ein bisschen zittern und ich überziehe auch wieder ein bisschen, aber wir machen das jetzt mal hier zu Ende. Ja, lad mal neu. Wir wissen ja immer gar nicht, was hier auf uns zukommt.
dich hierher geführt? Und warum sind wir in einem wunderschönen sonnigen Blumenfeld? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber wir machen im nächsten Part weiter von The Evil Within, Leute. Und boah, echt, das Spiel ist so spannend und auch so gut gemacht. Und das ist echt unglaublich. Man hat Angst, dieses Spiel zu spielen, aber man will auch wissen, was hier los ist. Und man will diese Herausforderung auch schaffen, aber es ist schon echt krass schwer manchmal. Und da bin ich doch froh, dass ich da so liebe Zuschauer habe, die hinter mir stehen und da sind und dass ihr dabei seid. Und ich weiß, dass ich nicht ganz alleine bin. Also wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Bis dann.